Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Sid Mod Racer Gaming Stuhl. Ein sehr kräftiger Zockerstuhl, ein cooles modernes Design, wie ich finde. Ja, auch preislich durchaus ein interessantes Angebot. So ein Zockerstuhl kann sich für das ergonomische Sitzen wirklich, wirklich lohnen. Ja. Und definitiv einen Blick wert für Computerspielfreunde. Das Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir bei Interesse also anschauen. So, ja, wenn man an Gaming-Zubehör denkt, dann darf man den Zockerstuhl wirklich nicht außen vor lassen. Das machen nämlich viele Leute, wenn sie an Gaming-Zubehör denken. Denken sie an eine Gaming-Maus, Tastatur mit viel Blinken und so weiter, mit viel Lichteffekten. Aber dabei ist das ergonomische Sitzen ja wirklich der entscheidende und wichtige Faktor, ja. Und in dieser Hinsicht lohnt sich die Investition in einen soliden Zockerstuhl auf jeden Fall. Bei diesem hier aus dem Hause Sid Mod gefällt mir die Farbgebung schon mal echt gut. Und auch das kräftige Design macht einen, ja, einfach einen kräftigen Eindruck, wie ich finde. Wir können uns ein paar Eigenschaften sehr gerne auch noch genauer anschauen. Muscle Ergonomic Design. Ändere die Art des Sitzens. Sitzens. Brandneues Design der Rückenstütze, gepolsterter Memory-Schaum und hochdichter Schaumrücken. Unterstützt deinen Rücken beim langen Sitzen. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, denn machen wir uns nichts vor. Bei einer ausgiebigen Gaming-Session kann das schon mal einige Stunden dauern, die man da in der virtuellen Welt verbringt. Ja, und eben dann ist es so super wichtig, dass du eben auch richtig auf dem Stuhl sitzt. Ja. Und deswegen ist das Thema nicht zu vernachlässigen. So, was haben wir hier noch? 63 Grad, 360 Grad drehbar, 180 Grad neigbar, 20 Grad schwenkbar, höhenverstellbare, weichgepolsterte Armlehne und Lordosenstütze, versenkbare Fußstütze. Du kannst hier also noch allerlei einstellen an deine persönlichen Sitzbedürfnisse. Das ist natürlich auch cool. Ein 14 cm dickes und 42 cm breites Sitzkissen, das ist ordentlich. Hochwertiges PU-Leder, kuschelig beim Sitzen. Was haben wir hier noch? Die Rollen sind natürlich auch sehr wichtig für die Mobilität beim Stuhl. Definitiv nicht zu. Bis zu 200 Kilogramm belastbar ist auch schon ein ordentlicher Wert zu dem Preis, wie ich finde. Also das gefällt mir schon gut. Muss halt jeder Gamer selber wissen, was für Voraussetzungen er da mitbringt. Aber bis 200 Kilogramm belastbar finde ich auf jeden Fall einen ordentlichen Wert. So, ja, das coole Design habe ich ja schon angesprochen. Also hier muss einfach jeder selber wissen, was ihm am besten gefällt. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Zockerstühle auf dem Markt. Da muss jeder Gamer gucken, hey, was ist mein persönlicher Geschmack? Was ist mir wichtig? Ja. Und das bitte nicht vernachlässigen, ja. Einfach schauen, was sind meine Bedürfnisse und ja. Also wenn ich mir das Preis-Leistungs-Verhältnis vom Sid Mod Gamer Stuhl anschaue, dann gefällt mir persönlich das gut, ja. Das ist aber auch nur meine Einschätzung. Es gibt sehr viele Zockerstühle auf dem Markt. Also schau dich da einfach mal ein bisschen um, was da am besten zu dir passt, ja. Ich kann dir sehr gerne, achso, das Amazon-Angebot dazu verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung, kannst du dir bei Interesse anschauen. Ich kann dir sehr gerne auch noch ein paar Tipps zum Thema Einrichtung deines Zockerplatzes mit auf den Weg geben. Denn gerade für die Beleuchtung und für deine Augen gibt es da tatsächlich einiges zu beachten. Heutzutage klagen viele Leute über Kopfschmerzen und trockene Augen. Das liegt häufig daran, dass sie viel zu lange auf Bildschirme schauen. Wie kannst du dem entgegenwirken? Ich kann dir hier die 20-20-20-Regel ans Herz legen. Diese besagt, dass du, wenn du halt zockst oder am PC arbeitest, für alle 20 Minuten, für mindestens 20 Sekunden auf ein Objekt draußen schaust, was mindestens 20 Fuß entfernt ist. Damit trainierst du den Weitblick deines Auges und das hilft tatsächlich einigen Leuten beim Thema trockene Augen und ja auch beim Thema Kopfschmerzen. Denn heutzutage verbringen die Menschen zu viel Zeit drinnen. Früher hat man viel mehr draußen
draußen in der Umgebung herumgeschaut und um deinen Weitblick zu trainieren, kann diese 20-20-20-Regel sehr gut sein. Zum Thema Beleuchtung würde ich dir empfehlen, also das Gamer-Klischee ist ja mit heruntergezogenen Jalousien den ganzen Tag bei Kunstlicht zocken. Dies würde ich dir in der Tat nicht empfehlen. Ich würde dir empfehlen, mit Tageslicht zu arbeiten und wenn es noch nicht hell genug ist, mit einer Stehlampe zur Unterstützung. Das ist für das persönliche Wohlempfinden meistens deutlich besser, als wenn du jetzt zugezogen zockst. Ja, vielleicht bringen dir diese Tipps noch etwas mit auf den Weg, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute, ciao.